Yo Leute, wir sind endlich mal wieder back mit Age of Pirates, nachdem es jetzt eine längere Pause gab, einfach weil ich Urlaub hatte und nur Anno vorproduziert hatte, gab es jetzt eine ganze Weile Anno. Allerdings wird da jetzt wahrscheinlich auch leider wieder eine Pause reinkommen, einfach weil ich nicht weiß, wann ich mit meinem Kumpel das nächste Mal aufnehmen kann. Deswegen, ja, mal schauen, ob wir jetzt in den üblichen, so in der Art üblichen Rhythmus von Age of Pirates oder FM kommen oder ob ich vielleicht Age of Pirates und was anderes mache. Das weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall kommt Age of Pirates wieder, wie ihr gerade sehen könnt. Das andere Spiel. Naja, ihr werdet es rausfinden oder schreibt mir es einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht noch mal sehen wollt. Wir machen jetzt jedenfalls weiter mit der Hauptquest in Age of Pirates. Und da geht es darum, dass die Regierung von Spanien 7 Kampfschiffe unter einem Admiral, dessen Name, keine Ahnung, mehr zu kompliziert ist, irgendwas mit Espinosa, zusammengestellt hat und jetzt irgendwie gegen die jamaikanischen Korsaren angehen will. Und die sind ganz schön in die Nähe von Jamaika gekommen. Und das zu einem ziemlich übenden Moment, weil wir haben das selber gesehen, während des Angriffs auf Port Royal oder während des Raids auf Port Royal, gab es keine Korsaren in der Nähe, weil alle bei Morgan waren oder bei einer anderen spanischen Jagd sozusagen. So, wir müssen jetzt die Attacke zurückschlagen und er gibt uns die Befehlsgewalt über die Verteidigungs- oder die Beschützerschiffe sozusagen. Und ja, mehr kann er leider nicht tun. Nach vorne und möge Gott uns helfen. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt exakt was machen? Aha. Okay, also wir müssen die Attacke zurückschlagen, auf Deutsch gesagt. Gut. Sind jetzt hier Spanier am Start? Weil eben waren hier keine Spanier am Start. Vielleicht müssen wir aus dem Hafen fahren. Also ich meine, wir haben ja ein paar Verteidigungsschiffe. Ich meine, 7 Kampfschiffe von den Spaniern. Unser Squadron hat jetzt wie viele nochmal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gegen 7. Aber also ich vertraue meinem Kampfschiff hier schon ziemlich hart. Also ich denke, mit 2 sollten wir es alleine aufnehmen können. Okay, also ich sehe keine Spanier. Ah, und da doch, da vorne. Und wir haben auch noch das Vor. Habe ich auch ganz vergessen. So, Leute. Dann mal in Verteidigungsformationen. Da ist schon mal das erste spanische Schlachtschiff am Start. Alter, französisches Flaggschiff. 64 Kanonen und 700 Mann an Bord. Haben wir schon Range? Nee, noch nicht. Aber wir haben hier auch noch ein Verteidigungsschiff. Eine Freibeuter-Schaluppe. Ehre! Ja, ich habe die Kamera übrigens auch mal ein bisschen verändert. Einfach, weil ich mir dachte, das habe ich mir auch mal ein bisschen abgeguckt von anderen. Weil ich mir dachte, vielleicht ist ein bisschen Close-Up aufs Gesicht ein bisschen besser. Ein bisschen mehr den Oberkörper, also weniger den Oberkörper, ein bisschen mehr das... What the fuck ist da bitte... Alter, what? Das Ding hat 108 Kanonen und über 1000 Mann an Bord. Ja, moin. Okay. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe, Leute. Wir sind ein bisschen gescrewt. Ja. Leute. Defend. Fort Charles. Defend Fort Charles. Defend Fort Charles. Und Defend Fort Charles. So. Also unser Squadron ist jetzt darauf angewiesen, das Fort zu verteidigen. Alter, was da auf uns zugerollt kommt, Leute. Holy. Das hier ist schon fast ein Screenshot wert, Alter. Jetzt habe ich Steuerung F12 gedrückt. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht irgendwas Dummes damit gemacht. Aufnahme läuft jedenfalls. So, wie geht's unserem Vor? Können wir gerade noch nicht rausfinden. Müssen wir hier schauen. 140, 142, also noch nicht viel verloren. Okay, 139. 2000 Mann. Also das Vor sollten die eigentlich nicht überrennen können. Wobei, die haben auf einem Schiff irgendwie 1600 alleine. Das Ding ist, wir sind halt auch arschlangsam und kommen nicht in Verteidigungsposition. Sobald wir in Verteidigungsposition kommen, wird das Fort schon gefallen sein. Das ist ein bisschen unangenehm. Also ich meine, unsere Flotte sollte jetzt auch nicht zu unterschätzen sein. Aber was da auf uns zugerollt kommt, ist echt ein bisschen anders, muss ich sagen. Haben wir eigentlich keine Möglichkeit, da nach vorne zu kommen? Irgendwie? Vielleicht hier?
Aha. Ehre. So. Das französische Flaggschiff macht Arbeit. Primera Tasa Española. So heißt diese Schiffsklasse. Also das ist ein Brummer. Ne? So. Erste Breitseite mitten ins Leere. Ehre. Aber egal. Wir dürfen nicht aufhören. Zum Glück habe ich gerade ein bisschen Kanonen... Kugeln und Schießpulver nachgefrischt. Unserem Hauptschiff. Alter, was kommt da mit auf uns zugerollt? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das abwehren können. Lol, mir fällt auch gerade auf. Ah, fehlt uns da vorne am Bug irgendwas? Das sieht so kurz aus. Ich weiß nicht, ob wir schon Schaden haben irgendwie. Also, eventuell. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay, ich würde fast sagen, wir beziehen mal hier Stellung. Stellen uns hier so quer hin und machen eventuell unsere Fähigkeiten an und geben denen halt echt mal ein bisschen Hölle. Alter. Was da abgeht, Alter. Lol. Das sind die Bayern, Leute. Das sind die Bayern. Einfach bayerische Segel. Ja, moin. Also ich... Nur mal ganz kurz, um nachzuschauen, wie viele Kanonen haben wir? 92, okay. Also wir kommen fast an dieses 108er Schiff ran, zumindest von der Kanonenstärke her. Von der Mannstärke haben wir die Hälfte. Nicht mal. Nur mal so. Also falls das Schiff irgendwie irgendjemanden entert, das Schiff ist ganz schön im Arsch dann. Sieht so aus, als ob uns da vorne irgendwas abgebrochen ist. Okay, ich würde sagen, wir... Alter, die arme Schaluppe da rechts, ne? Die zerreißt es ja komplett. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir mal schon mal auf... Komm, wir probieren es mal. Wir gehen mal auf die Kanonen, auf die Bomben. Okay, also die Schaluppe hat aufgegeben. Ich nehme es hier nicht übel. Okay, diese Breitseite hat einfach quasi null Damage gemacht. Wie sieht es mit dem Vor aus? Das ist unverändert, 139. Problem ist, weil wir jetzt ein bisschen langsamer fahren, machen wir uns natürlich auch zu einem einfachen Ziel. Allerdings haben wir den Vorteil, dass wir mit einer Breitseite schießen und die nur mit ihren Vorderkanonen, zumindest noch. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch eine schnelle Wende. Einfach nur, um zu verhindern, dass wir in deren Breitseitenradius kommen. Müssen wir halt wirklich gucken. Alter, was schluckt dieses Schiff bitte? Und das ist halt noch nicht mal der üble Brummer. Leute, das gefällt mir alles nicht. Also wir können wirklich Gott dankbar sein, dass wir hier schon mal so eine semi-aktive Flotte hier aufgebaut haben. Weil ich glaube, wenn wir jetzt hier so einen auf, ich kämpfe einfach nicht alleine durch und kümmere mich um nichts. Wenn wir den Move bringen würden, wären wir, glaube ich, hier so im Arsch. Oh, lol. Gott. Die Fregatte frisst auch ordentlich gerade. Kommt das nächste Schiff auf uns zugerast. Das Exportkriegsschiff. Oh Gott, wir kassieren eine Breitseite. Scheiße. Okay, Leute, haltet euch fest. Wir werden jetzt schlucken. Aber wenn wir untergehen, nehmen wir möglichst viele Spanier mit. Okay, volles Tempo. Oh nein, die wollen uns pushen. Nein, weg mit euch, ihr Schweine. Die Breitseite hat wehgetan. So, jetzt hier rein. Alter, dieses Schiff schluckt halt so hart. Und die haben auf Kartäschen umgestellt. Wollen uns unsere Crew wegschießen. Okay, ein Schiff ist durchgebrochen. Das ist aber kein Drama. Okay, uns ist eine Kanone auf der Breitseite abhanden gekommen. Aber auch noch kein Drama. Ja, eigentlich genug. So, ist das da vorne der fette Brummer? Ja, das ist der fette Brummer. Oh ne, sag nicht, die haben... Alter, die haben zwei davon. Die haben fucking zwei von diesen 108er Schiffen. What in the hell?
Okay, das ist ein mieses Problem. Wir haben ja nicht mal eins bisher down bekommen und das wehrt sich halt einfach auch noch tapfer und gibt uns halt noch den Damage zurück. Oh Gott. Also wenn wir sterben, müssen wir mal schauen, dass wir hier unsere Taktik irgendwie überdenken, weil ich meine, wir haben dann 4 und 5 Schiffe plus, okay, 6, aber die Schaluppe zählt eigentlich nicht mal richtig. Alter, das ist ja mal so mies. Also eins haben wir down gekriegt. Das andere ist da hinten im Nirvana. Das wird uns eigentlich auch nicht mehr sonderlich gefährlich, hoffe ich. Die Fregatte, da werden wir anscheinend verlieren. Wir schießen jetzt auch mal darüber. Einfach nur, um so viel Damage wie möglich loszuwerden. Ich weiß halt auch gerade nicht, wie viele Kanonenkugeln und Schießpulver und so meine Kollegen Schiffe aus der Flotte dabei haben. Ist ein bisschen belastend, da habe ich mich nicht so richtig drum gekümmert. Gebe ich zu, ist meine Schuld. Also wir müssen halt alles in der Welt verhindern, dass dieses Schiff irgendwen entert. Wenn dieses Schiff da irgendwas entert, sind wir alle tot. Weil gegen 1600 Mann machst du nichts. Das heißt, wir werden mal schnell auf die Kartäschen umstellen und hoffen, dass wir deren Crew dezimieren können. Weil das Schiff kommt uns auch wieder bedrohlich nah, muss ich sagen. Wie viele haben die noch? 1500 immer noch. Brauchen wir einen kritischen Treffer mit den Kartäschen, Alter. Okay, aber pro Salve sterben irgendwie 100 Mann. Wenn wir das aufrechterhalten und jetzt keinen übertriebenen Damage kassieren, dann können wir es sogar vielleicht mit denen aufnehmen. Das Problem ist, es gibt noch eins von denen. Okay, wir haben es unter 1,3. Alter, diese Breitseiten. Holy. Ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht einfach besser wäre, wirklich fast schon einfach mit Bomben da jetzt nochmal reinzukloppen. Machen wir das mal. Wir haben keine Nachladefähigkeit aktuell. Aber auf die Weise haben wir es immerhin, dass wir jetzt gerade beide Breitseiten benutzen können. Mehr Damage. Alter, und das ist das andere von den fetten Viechern. Oh Gott, Leute. Okay, aber das Schiff da links kriegen wir ganz gut down. Fette Brummer ist auch Half-Life. Alter, was eine Alter, lol, haben die drei von denen? Bin ich gerade komplett geistig verwirrt? Das ist ein so ein Ding. Ach, das ist noch Manowar. Ja, moin! Okay, die haben drei massivste Kriegsschiffe. Weil der hier lebt ja auch noch. Und die haben Kartäschen. Oh nein, das wird jetzt der Crew richtig wehtun. Oh Gott. Okay, ich glaube, die haben ihre Breitseite daneben gesetzt. Okay, schnell Vorzeit anmachen. Let's go. Und rein da. Okay, wir können richtig froh sein, dass wir nicht in deren Range sind, um zu entern. Wir sind immer noch über 700 Mann. Das ist eine gute Sache. Alter, wenn wir down gehen, nehmen wir die halbe spanische Flotte mit, Leute. Okay, die haben richtig geschluckt. Ja, die Bomben tun denen nicht gut, Leute. Also einen spanischen Brummer haben wir fast down. Der andere hält sich noch gut. Wir machen mal wieder die Segel auf voll. So. Einen von den fetten haben wir down. Jetzt kommt der nächste. Okay, das hat einfach mal so ziemlich keinen Damage gemacht. Absolute Unehre. Okay, das waren zwei kritische Hits in einer Salve. Und wir haben eine Kanone verloren. Alter, was eine Schlacht, Leute. Also es ist die sickeste Schlacht, die ich das bisher in dem Game hatte, muss ich sagen. So, nächstes Schiff versenkt. Let's go. Let's go, guys. Okay, wir fokussen jetzt erstmal das Vieh. Okay, wir verlieren auf jeden Fall die Fregatte. Außer es passiert noch ein Wunder. Eigentlich will ich das Kleine gar nicht beschießen, aber naja, das Kleinvieh aus dem Weg räumen ist eigentlich auch keine so schlechte Idee. Hauptsache, wir treffen unsere Schüsse, weil wir sind halt so outnumbered. Aber das Vor schießt halt auch immer noch mit, das ist auch ganz gut. Das Ding ist, das Schießpulver wird auch langsam ein bisschen low.
Wir machen mal eine schnelle Wende. So schnell wir halt können, auch mit unserem schon mittlerweile auch ein bisschen angeschlagenen Zustand. Okay. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade irgendwie null Damage. Muss nochmal jetzt dieses Schiff da down kriegen. Okay, noch eine Breitseite, wenn wir die jetzt hitten. Dann sollte das Schiff da Geschichte sein. Sehr gut. So, der fette Brummer und sein Kollege hier noch. Das sieht aus wie so eine Karavelle oder sowas. Eine Galeone ist es. Naja. Oh, ist ja fast dasselbe. Okay, ein Critical Hit. Ich mache mal jetzt manuell das Feuer auf das Schiff, weil das, wir müssen das versenken mit seinen 108 Kanonen. Können wir nicht länger am Leben lassen. Es feuert halt auch munter rüber. So, Feuer frei, Leute. Ich glaube, wir haben sogar beide Schiffe gehittet. So, jetzt nochmal. Come on! Oh ne, der war zu kurz. Der war auf das andere Schiff. Kommt schon, Leute. Wir müssen das Mist wieder hinten versenken. Es macht pro Sekunde so viel Damage pro Breitseite. Es sind einfach so viele Kanonen, die da auf einmal feuern. Okay. Ein bisschen Glück, nur eine Breitseite. Kommt schon, Leute. Haut's weg. Yes. Tschüss, du Penner. Eigentlich ist auch ein bisschen schade. Eigentlich würde ich die Schiffe gerne übernehmen. Vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir eine Chance auf das Manowar da. Was meint ihr? Fucking Manowar übernehmen? Wie sieht's aus? Okay. Erstmal schön Damage reinhauen. So, die Galeone geht auch down. So, ab auf Kartäschen. Okay, Foresight können wir nicht aktivieren. Aber es sieht so aus, als ob wir den Kampf gewonnen hätten. Das ist eigentlich nur noch das Manowar. Wie viele Leute hat das? 792. Können wir es ja schon fast aufnehmen mit dann. 682 haben wir. Die werden sich garantiert nicht geschlagen geben. Wenn wir die entern, werden die garantiert zurückkämpfen. Ich denke, das wird, wenn es nicht an den Spaniern selbst liegt, wird das so ein Story-Ding sein. So. Die Wende dauert einfach länger als mein Leben. Alter, die beiden Schiffe, da geben sich halt komplett in den Rumpf rein. So. Wie viele haben sie? 634. Und wieder Kanone verloren. Aber wir sind jetzt unter 600. 500. Ich weiß nicht, ab wann greifen wir an? Ich denke so ab 300, denke ich. Vielleicht noch zwei Salven. Falls wir überhaupt in die Position kommen, anzugreifen. 400. Wir sind halt gerade so langsam irgendwie und unbeweglich. Wir stehen halt super scheiße. Der Wind zerstört uns komplett. Alter, das andere Schiff hier von uns hat halt einfach keine Crew mehr. So, 326. Ich denke, viel besser wird es nicht mehr werden. Angriff, Leute. 283. Okay, let's go. Mit was schießen die auf uns? Auch mit Kartäschen natürlich. KI ist halt leider ziemlich clever, was das anbelangt. So, Vorderkanonen nochmal reinboxen. Alter, ich habe das Gefühl, die Vorderkanonen missen halt immer. Selbst aus quasi einem Meter. So. 216. Na los, let's go. Wir wollen das entern jetzt. Perfekte Chance auf Man of War. So, let's go, guys. Come on. Man of War übernehmen. Okay. Dem Dude hier erstmal eine Kanonenkugel ins Gesicht drücken. So. Okay. Den ersten Kampf haben wir schon mal gewonnen. Jetzt kommt der Kapitän. Der wird wahrscheinlich nicht so schlecht sein, wenn der in Manowar kommandiert.
aber er ist nicht mit unserer überlegenen Klasse gewachsen. So. Alter, der hat ja mal mega viel in der Hand. Ein gutes Fernrohr. Ich würde gerne noch schauen, was ihr so an Bord habt. Und zwar an Money. Nee, das ist alles kein Geld, Freunde. Okay, English Silver Crowns, das ist nett, aber immer noch kein Geld. Wo finde ich euer Geld? Gebt mir all euer Geld. Wo könnte man hier in der Kabine Geld finden? Hier war ich schon dran. Hier war ich auch schon dran. Haben die einfach echt kein Geld? Hier gibt's noch was. Bag of Salt. What? Excuse me? Okay, scheint kein Geld zu geben. Naja. Swap Ship. So. 40k Hull Points gegen 31. Gegen 31. 500 Sales gegen 450. Speed ist egal, graden wir eh ab. 8700 gegen 8500. 900 gegen 700 Mann. 48 Pfünder. Aber die haben gerade nur 32. Aber egal, das können wir upgraden. 102 gegen 92. Ja, ich denke, das ist ein No-Brainer, Leute. Wir werden uns mal den ganzen Lachs hier einverleiben. Wir müssen halt schauen. Upsala. Dass wir auch noch ein bisschen Food übrig lassen. Weil wir werden natürlich unseren Dutch First Rater erstmal behalten. So. Ja, die Karteschen können wir auch noch ein paar mit rübernehmen, damit da noch schussfähig sind. So. Planken nehmen wir mal alle mit, die wir können. So. Set Captain. Devoted. Aber das ist der Surgeon, den will ich nicht abgeben. Chief Gunner. Navigator. Der Kämpfer. Komm, der Kämpfer macht's jetzt. So. Ich höre noch Feuer. Alter, Leute, wir haben Man of War. Was ist denn das jetzt hier? Alter, guckt euch mal bitte an, wie massiv dieses Schiff ist. Was für ein Rumpf das Ding hat. Okay, irgendwo ist hier noch ein Gegner. Okay, ein Trade-Konvoi von Holländern. Ich hoffe, jetzt können wir... Haben wir die Quest dann gemeistert hier oder wie oder was? Ja, okay. Das spanische Squadron wurde besiegt. Wir können hier nochmal schnell Quick Repair reinhauen. Können wir uns ein bisschen reparieren. Schäden, die wir uns selber hinzugefügt haben. Alter, die Galionsfigur sieht ja auch nice aus. So ein richtig schöner Bulle mit voll den massiven Hörnern. Komm, wir müssen jetzt ja auch nochmal eben einen Screenshot für die Folge machen, ne, Leute? Was meint er? Das ist doch schön. So. Dann auch mal schnell saven. Nicht laden. Oh Gott. Saven. Zack, zack. Und dann mal schauen, ob wir die Quest abgeben können. Port Royal Port. Und ankern. Okay. Das scheint geklappt zu haben. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder vom Kopfgeldjäger belästigt. Ausnahmsweise aber nicht. Aber dann gehen wir mal schnell zum guten Gouverneur. Zum Generalgouverneur. Und teilen ihm die freundliche Kunde mit. Port Royal schuldet uns sein Leben. Ja, und wir sagen halt, was ich auch im Kampf schon gesagt habe, die Spanier haben so viel Power zusammengenommen, das hätte ich mir selbst nicht vorstellen können. Ja, die Spanier haben versucht, uns ein für alle Mal zu besiegen. Und die haben eine ganze Armada dafür zusammengestellt. Aber wir haben sie besiegt. Aber es war keine einfache Aufgabe. Die Bürger können jetzt ein bisschen leichter atmen. Ja, und die Spanier werden sich von so einem Schlag wahrscheinlich nicht mehr erholen. Okay, er stimmt uns zu. Okay, und er gibt uns 80.000 Gold dafür. Und England braucht uns. Die Krone wird uns niemals vergessen. Okay, wir werden uns dann sehen. Kriege ich vielleicht auch noch eine Beförderung dafür, mein Freund?
Ah ja, genau, da ist sie. Es ist mein großes Pleasure, also wie sagt man auf Deutsch, es ist mir eine große Freude, dich darüber zu informieren, dass du eine Beförderung erhalten hast. Aha. Wir sind der Commodore of the Fleet of England. Wir bedanken uns. Haben wir es jetzt hier auch drinstehen? Ehre, Commodore. Aha. Aber es steht jetzt leider nicht genau, was das bedeutet. Aber wir können auch eben schnell Skills verteilen hier. Allied Troop Landing. Longer Plank. Ja, wir haben ja jetzt gerade keinen Bosun, weil der sich mit unseren Schiffen beschäftigt. Ja, was machen wir denn hier rein? Also Berserker ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Das haben wir alles schon. Battering Ram. 20% Chance, einen gegnerischen Block zu brechen. Das wäre eine Idee. Ansonsten gibt es noch hier Iron Constitution. Wir heilen uns schneller. Vorausgesetzt, wir vermeiden es, 24 Stunden lang eine schwere Verletzung zu kriegen. Aber der Effekt ist schwächer auf See. Lifeboat Rescue. Ja, komm, wir nehmen hier Battering Ram. Bam. Welches Level sind wir eigentlich? 44. Holy. Ja. Ich würde sagen, das tut's für die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, falls es so ist. Abonniert auch gerne den Channel, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und ciao.